Hallo, willkommen zum nächsten Programmpunkt hier auf der Best 2012. Ich darf Ihnen Herrn Dr. Thomas Hase vorstellen. Er ist der Direktor der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien. Und ich möchte Ihnen diesen Vortrag wirklich ans Herz legen und ich wünsche mir, dass noch viel mehr Menschen kommen, weil das ein ganz ein spannendes Studienfeld ist und auch in einem sehr, sehr schönen, angenehmen sehr positiven Setting stattfindet. Ja, bitteschön, Herr Doktor. Ja, einen schönen guten Morgen oder eigentlich Mahlzeit um diese Tageszeit. Es freut mich, dass Sie auch hier bei uns sind, jetzt einmal auf dieser Ebene, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass Sie demnächst auch bei uns an der Hochschule sind. Wir sind hier in Wien zu Hause, im 13. Wiener Gemeindebezirk Hitzing in Obersankt Veit. Es ist ein altehrwürdiges Gebäude in einem relativ schönen 2,6 Hektar großen Park, so wie es auch für eine Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik gehört. Aber der Kern meines Vortrages ist an sich ein anderer. Ich möchte Ihnen ein bisschen auch mitgeben und mitteilen, welche Möglichkeiten es gibt, im naturwissenschaftlichen, im pädagogischen Bereich später tätig zu sein. Unsere Kernaufgabe an der Hochschule ist einerseits die Ausbildung in dem Bachelorstudium Agrarpädagogik und Umweltpädagogik, also auch in der Weiterbildung genau in diesen Berufsfeldern, sowohl im Agrarbereich als auch im Umweltbereich, als auch in dieser Thematik Green Care. Lehrerin, Beraterin, was heißt das? Ich sehe hier relativ viele junge Menschen. Lehrer sein heißt normalerweise nicht das, wie man sich das vorstellt, wenn man auf der anderen Seite sitzt. Gerade vor der Matura oder knapp nach der Matura hat man oft ein gewisses Bild des Pädagoginsein, des Pädagogensein. Und dieses Bild ist auf der einen Seite vielleicht richtig, auf der anderen Seite vielleicht doch dann auch eine Spur anders. Mir wäre es ganz wichtig, auch mitzugeben, was sind so Kriterien, um auch wirklich in diesem Beruf erfolgreich zu sein und auch langfristig glücklich und zufrieden zu sein? Das ist nämlich ganz ein zentraler Punkt. Jeder von uns hat wahrscheinlich einen Lehrer oder Lehrerin im Hinterkopf, wo es nicht so gut funktioniert hat. Und dieser Beruf kann dann ein Horror sein. Es gibt aber viele Menschen und auch die überwiegende Anzahl der Lehrer und Lehrerinnen sind begeistert, sind engagiert und ich behaupte auch, die lieben ihre Kinder. Aber ganz wichtig ist, für sich einmal zu überprüfen, bin ich für diesen Beruf auch tatsächlich geeignet und macht mir das Spaß? Ich sage es einmal gleich sehr direkt, wenn die Motivation, Lehrer zu sein, Juli und August ist, dann ist man auf jeden Fall nicht richtig, dann ist es besser, irgendetwas anderes zu machen, nur nicht genau diesen Beruf auszuüben. Auf der anderen Seite, wenn jemand einen abwechslungsreichen Beruf sucht, wenn jemand einen Beruf sucht mit einer relativ großen Autonomie, und das darf man nicht unterschätzen, Pädagogen haben vom Ansatz her einen sehr großen Freiraum. In der Klasse sind sie alleine, der Direktor ist weit weg und wie der Unterricht durchgeführt wird, in welcher Form, dieser Freiraum ist sehr groß und ist ganz intensiv auch gegeben. Und den kann man auch sehr gut auch ausfüllen. Auf der anderen Seite, ich behaupte auch immer, es gibt nichts Schöneres, als junge Menschen zu begleiten in ihrem Lebensweg. Ich übe meinen Beruf auch sehr, sehr gern aus. Es ist ein sehr sinnstiftender Beruf. Wenn man sieht, wie sich junge Menschen auch entwickeln, wie es weitergeht, wie sie in die Schule kommen und noch sehr kindlich sind und nach einer gewissen Zeit reif sind und sich entwickeln und dann auch als Erwachsene die Schule verlassen, das hat schon eine sehr hohe Qualität. Wenn Sie das gerne machen würden, dann sind Sie auf jeden Fall richtig. Wenn Sie auch gerne in einem sozialen Umfeld arbeiten möchten, wenn Sie gerne mit anderen zusammen sind, wenn Sie gerne sagen, okay, mir macht es Spaß, hier in Interaktion zu treten, dann sind Sie auf jeden Fall auch richtig. Sie sind dann aber auch nicht richtig, wenn Sie Probleme haben im Umgang mit anderen Personen. Wenn es an sich darum geht, ich komme mit anderen auch nicht zusammen oder ich hänge dauernd mit anderen Leuten, dann ist es auch besser, man macht irgendwas, aber nicht Lehrer oder Berater zu werden. Ein ganz spezieller Punkt ist bei uns im Haus, wir bilden für den Agrar- und Umweltbereich aus. Bei uns geht es auch darum, den ländlichen Raum mitzugestalten und auch hier den Umweltbereich aktiv zu begleiten und hier etwas zu machen.
Und wenn Sie auch verspüren, gerade im Umweltbereich etwas besonders Sinnstiftendes zu tun, für die Menschheit auch langfristig tätig zu sein, dann ist es eine gute Möglichkeit, auch diesen Beruf auszuüben. Ich beginne nun mit Agrarpädagogik. Es ist ein dreijähriges Bachelorstudium mit dem Abschluss, den ersten akademischen Abschluss des Bachelors. 180 Credits. Eine agrarische Erstausbildung ist erforderlich, um dieses Studium auch absolvieren zu können. Wenn jemand keine agrarische Erstausbildung hat, dann gibt es auch noch Möglichkeiten, diese während des Studiums nachzuholen. Die zweite Schiene Agrarpädagogik ist für Absolventen und Absolventinnen der Universität für Bodenkultur. Wir bilden auch diese aus, um hier später Lehrer oder Berater im agrarischen Bereich zu werden. Das Studium ist hier kürzer, weil es eine relativ umfangreiche Anrechnungsmöglichkeit gibt. Vom Inhalt her ist es so, dass es auf der einen Seite den humanwissenschaftlichen, den didaktischen Block gibt, auch den Beratungsblock gibt. Dann ein relativ großer Teil Unternehmensführung, weil wir unsere Lehrer und unsere Berater darauf vorbereiten wollen, den Bauern und Bäuerinnen draußen auch so zu begleiten, dass sich der Betrieb sehr gut weiterentwickeln kann. Der fachwissenschaftliche Teil wird in Kooperation mit der Universität für Bodenkultur Wien angeboten. Das heißt, die Lehrveranstaltungen in den Fachwissenschaften werden direkt an der BOKU auch durchgeführt und abgehalten. Allgemein bildender Teil rundet das Angebot ab. Wie schaut es nun im Detail aus, in den Fachwissenschaften und auch in der Allgemeinbildung? In den Fachwissenschaften gibt es hier eine Wahlmöglichkeit. Die Studenten können wählen zwischen Agrarwissenschaften oder Ernährungs- und Haushaltswissenschaften oder auch der erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Das ist deshalb wichtig, weil die Schulen draußen und auch die Beratungseinrichtungen Spezialistinnen und Spezialisten in diesem Bereich brauchen, daher auch hier die Wahlmöglichkeit innerhalb des Studiums. Allgemeinbildung, die Wahlmöglichkeit zwischen Deutsch, Englisch, Mathematik, Bewegung und Sport. Das hängt damit zusammen, dass vor allem im Fachschulbereich die Pädagogen auch hier in der Allgemeinbildung tätig sind. Das heißt, dass unsere Lehrer dann auch dort diese Unterrichtsgegenstände unterrichten werden. Die Berufsfelder in der Agrarpädagogik sind einerseits Berater und Beraterinnen an den Landwirtschaftskammern Österreichs und überall dort, wo man agrarisches Wissen auch an den Mann und an die Frau weitergeben soll und muss. Das zweite große Feld ist Lehrer, Lehrerin an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen, aber auch an höheren land- und forstwirtschaftlichen Schulen. Nur damit Sie vielleicht ein bisschen einen Eindruck bekommen, es gibt ca. 1700 Lehrer an landwirtschaftlichen Fachschulen und 450 Lehrer an höheren land- und forstwirtschaftlichen Schulen. Es gibt ca. 115 Schulen österreichweit, die genau diesen Nachbesetzungsbedarf an Pädagoginnen und Pädagogen haben. Sie kennen vielleicht die Weinbauschule in Klosterneuburg oder die Gartenbauschule in Schönbrunn. Das sind Beispiele solcher Schulen, wo man auch relativ häufig und oft qualifiziertes Lehrpersonal benötigt. Was mir ganz besonders gut gefällt in diesem Berufsfeld ist der Umgang auch mit der Natur. Das heißt, es geht immer darum, auch naturwissenschaftliche Zusammenhänge laufend zu vermitteln und die jungen Menschen auch hier bis zur Matura zu begleiten und auch zu betreuen. An diesen Schulen sind auch Internate, Schülerheime angeschlossen. Das hängt damit zusammen, weil das Einzugsgebiet ein relativ großer ist und daher sind auch unsere Lehrer befähigt und berechtigt, im Internatsdienst auch tätig zu sein. Das dritte große Feld ist Erwachsenenbildung, Vereine, Organisationen, überall dort, wo es darum geht, den ländlichen Raum auch weiterzuentwickeln. Der zweite große Block, Umweltpädagogik. Ich möchte mal beginnen mit dieser Green Jobs Aktion, die derzeit läuft. Man rechnet damit, dass gerade in diesem Bereich, im Umweltbereich im weiteren Sinne, in den nächsten Jahren 100.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Österreich ist gerade auf diesem Sektor sehr, sehr gut unterwegs. Es wird auch sehr viel an Know-how exportiert. Aber dazu ist es auch notwendig und erforderlich, dass wir junge Menschen haben, die in diesem Fachbereich auch Firmen sind, die sich sehr gut auskennen. Das war ein Mitgrund, wieso wir auch Umweltpädagogik geschaffen haben.
Umweltpädagogik ist von der inhaltlichen Seite her natürlich eine Kombination von Umweltwissen, naturwissenschaftlichem Wissen mit pädagogischen Kompetenzen. Die nachhaltige Entwicklung ist natürlich ein zentraler Punkt. Pädagogik und Bildungswissenschaften, um auch in der Vermittlung hier firm zu werden. Energie, Klima, Klimaschutz ist heute unabdingbar, genauso wie die Persönlichkeitsbildung im pädagogischen Bereich. Es gibt auch hier Wahlmöglichkeiten. Unsere Studenten haben die Möglichkeit zwischen Ressourcenmanagement, wo es sehr stark um die Thematik erneuerbare Energien geht und auch der Ressourcenökonomie, und Mensch und Umwelt geht. Mensch und Umwelt, das ist hier die Interdependenz zwischen der Natur als solches und was kann ich machen, um diesen Naturraum auch am Leben zu erhalten. Daher sehr stark auch die Umwelt- und Nachhaltigkeitspädagogik, Forschungs-Bildungskooperationen. Ganz ein kleines Beispiel. Unsere Absolventen sind sehr oft auch tätig in dem Bereich Naturvermittlung für Kindergärten und Volksschulen. Wenn Sie schon mal gesehen haben, wie Volksschulkinder einen natürlichen Drang haben, draußen im Garten etwas zu tun, in der Erde zu wühlen und die Natur auch zu beobachten und etwas zu machen damit, das ist wirklich toll und faszinierend. Auf der anderen Seite haben wir auch schon festgestellt, dass viele Volksschulkinder von der Natur schon entwöhnt sind und ganz weit weg sind. Computer Kids Generation kann man auch dazu sagen. Und wenn man sieht, wie die dann auch langsam in den Naturbereich hineingeführt werden und wie die dann aufleben, wenn sie Pflanzen aussetzen, wenn sie sehen, wie die Pflanzen gedeihen, wenn sie dann auch das ernten können und wenn sie auch mit sehen, wie man mit Tieren umgehen kann, wie man zum Beispiel auch verhaltensauffällige Kinder in Zusammenhang mit Nutztieren zusammenbringt, die streicheln, die dann laufend begleiten und wie dann ihr Verhalten im Laufe der Zeit auch sukzessive besser wird, das sind schon ganz, ganz tolle Erfolge. Ja, ein Praxissemester und Berufspraxis gehört natürlich dazu. In diesem sechssemestrigen Studium ist insgesamt ein Semester Berufspraxis, das sowohl an Schulen durchgeführt wird, als auch an Beratungseinrichtungen und NGOs im Umweltbereich. Die Berufsmöglichkeiten für Umweltpädagogen, Naturlandschaftsführer, Bildungsmanagement, Interessenvertretungen, relativ viele sind auch in NGOs tätig. Nationalparks haben wir einige Absolventen derzeit auch vermitteln können. Gemeinden, Regionalentwicklung, aber auch in der Umweltberatung. Umweltberatung ist ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, die Menschen dazu zu bewegen, ihr Umweltverhalten vielleicht auch etwas zu verbessern. Das hat früher begonnen mit der klassischen Mülltrennung, hat sich jetzt natürlich ganz, ganz stark weiterentwickelt. Und hier ist es ganz dringend notwendig, dass man Leute braucht, die ein hohes Umweltwissen haben, in Kombination mit einer Vermittlungskompetenz, mit einem pädagogischen Wissen. Umweltbildung, Erwachsenenbildung und natürlich auch im Schulbereich, weil mit der Ausbildung auch ein Lehramt verbunden ist. Das heißt, unsere Absolventen sind berechtigt, Lehrer an berufsbildenden höheren Schulen und mittleren Schulen zu werden und hier im fachpraktischen Unterricht auch tätig zu sein. Praktikum, ich habe es vorher schon gesagt, ist ganz, ganz ein zentraler Punkt. Praktikum deshalb, weil es darum geht, auch hier in einem geschützten Rahmen die ersten Schritte zu tun, in einem sehr, wie soll ich sagen, in einem Mentoring-Programm. Also Mentoring heißt, es gibt einen Mentor, Mentorin vor Ort, die unsere Studenten dabei begleiten, auch hier in Kontakt mit den Kunden zu treten, im administrativen Bereich tätig zu sein, in der Erwachsenenbildung etwas zu tun. Und die Kollegen sind hier ganz fleißig, auch hier das Mentoring-Programm laufend aufzubauen. Sie sehen hier einen Auszug unserer Partner von Nationalparks über Forum Umweltbildung, über die Umweltberatung, Klimabündnis, WWF und so weiter. Es gibt auch einige Kollegen, die machen im Ausland hier Praktikum. Es gibt immer jedes Jahr zwei Studenten, die in Brisbane in Australien ein Praktikum machen, zwei, die in Alaska auch tätig sind, weil man dort natürlich in Naturvermittlung ganz etwas Besonderes auch machen kann und das ganz ein besonderes Erlebnis und eine ganz besondere Erfahrung auch darstellt. Eine Besonderheit auch unserer Ausbildung, man kann hier die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik absolvieren
und parallel dazu das Hauptschullehramt an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich in Baden auch mit absolvieren. Es ist ein Double Degree Study, das heißt, man kann damit einen zweiten Bachelor of Education erlangen und hat damit auch zwei Berufe: Lehrer und Berater im Umweltbereich und das Hauptschullehramt für Erstfach und Zweitfach. Es ist insofern relativ interessant, weil die Anrechnung eine sehr gute ist. Das heißt, man kann mit, ich sage mal so ganz grob einmal, 70, 80, 90, 100 Credits Anrechnung rechnen, sodass man nur in etwa den halben Aufwand dort machen muss, um das zweite Lehramt auch zu absolvieren. Ist allerdings, muss ich gleich dazu sagen, natürlich schon ein zusätzlicher Aufwand, den man nicht unterschätzen darf. Es ist ja doch, sind ja doch zwei Studien, die insgesamt zu absolvieren sind. Man muss daher mit ein bisschen einer längeren Gesamtstudiendauer rechnen. Im Normalfall ist es so, dass die beiden Studien dann in 3,5 bis 4 Jahre absolviert werden können. Aber ich denke, dass es trotzdem eine sehr interessante Möglichkeit darstellt. Ja, wenn jemand bei uns studieren möchte, wie schaut das konkret aus? Es gibt eine Voranmeldung, die bereits läuft, und es gibt dann einen Aufnahmeworkshop, auch ein Aufnahmeassessment. Ich muss gleich dazu sagen, wir nehmen nicht jeden oder jede auf. Uns ist ganz wichtig auch zu schauen, ob die persönliche und fachliche Eignung gegeben ist. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Lehrer oder Lehrerin, die den Beruf verfehlt. Und wenn jemand dann 35, 40 Jahre in der Klasse drinnen steht und das passt nicht, das hat keinen Sinn. Daher sagen wir das auch am Anfang, wenn es wo Probleme gibt, Sie sind nicht geeignet oder überlegen Sie sich das nochmals oder bei Ihnen passt das gut, wir können uns das sehr gut vorstellen. Es ist allerdings auch eine Selbstüberprüfung dabei, das wir nicht auswerten, sondern hier gibt es Tools, wo man für sich selbst auch schauen kann, ob das der richtige Beruf ist oder ob es vielleicht dann doch nicht der richtige Beruf ist. Ich darf Sie vielleicht an dieser Stelle auch nochmals darauf hinweisen und Sie bitten, Sie sind so an so einem Scheideweg Ihres Lebens. Und hier kann man sehr, sehr viel richtig machen, sehr viel auch in die richtige Richtung lenken, aber es kann auch in die falsche Richtung gehen. Schauen Sie sich das ganz, ganz gut an, wägen Sie das sehr gut ab, versuchen Sie das auch sehr gut zu reflektieren, weil diese Entscheidungen haben doch im Normalfall eine sehr, sehr große Tragweite. Aber wenn dann die Entscheidung getroffen ist und Sie gehen dann Ihren Weg, dann darf ich Sie ermuntern, den sehr konsequent zu gehen. Wenn Sie bei uns sind, wir versuchen unsere Studenten zu begleiten in ihrem Weg. Es geht hier weniger darum, die Leute hinaus zu prüfen oder zu selektieren. Das steht bei uns nicht im Vordergrund. Wir wollen, dass auch jeder das Studium abschließt. Leistung muss erbracht werden, keine Frage, das ist ganz wichtig. Aber wir sind eine kleine Organisation, wir haben einen kleinen Studienbetrieb und daher ist ein bisschen ein familiärer Charakter da und daher schauen wir uns auch um unsere Studenten um. Ja, wenn dieser Aufnahmeworkshop bestanden ist, dann beginnt das Studium mit dem 1. Oktober des jeweiligen Jahres und dann geht es in 3 Jahre durch und wir hoffen, dass auch alle in dieser Mindeststudienzeit abschließen. Manche, die berufstätig sind, schaffen es natürlich nicht, aber es gibt auch hier die Möglichkeit, es dann vielleicht 1 oder 2 Jahre später zu absolvieren. Abrundend noch, es gibt weitere Studienprogramme, die in diesem Bereich nicht uninteressant sind. Auf der einen Seite Masterstudienlehrgang Bildungsmanagement im ländlichen Raum. Dieses Masterstudium hat vor 1,5 Jahren begonnen. Es ist primär auch für die Führungskräfte ausgelegt, im Agrarbereich, aber auch teilweise im Umweltbereich. Die Studenten sind zwischen 23 und über 60 Jahre alt. Also es ist berufsbegleitend auch ausgelegt. Es sind zum Beispiel auch 4 Landesschulinspektoren in diesem Masterstudienprogramm drinnen. Es ist so konzipiert, dass es überwiegend an den Wochenenden stattfindet, sodass man es neben der beruflichen Tätigkeit auch sehr gut absolvieren kann. Zweites Feld, ein bisschen Steckenpferd auch von mir, die Gartentherapie. Wir meinen, dass Natur mehr sein kann und dass die Natur auch dazu genutzt werden kann, um eine persönliche Verbesserung jeder Person herbeizuführen.
Wir haben gemeinsam mit dem benachbarten Geriatriezentrum das Konzept der Gartentherapie aufgebaut und hier einen Therapiegarten an der Hochschule geschaffen. Es kommen zweimal pro Woche Gäste aus dem Geriatriezentrum zu uns, die wir pädagogisch, therapeutisch angeleitet eine spezielle Form der Therapie unterziehen. Die Gäste sind ganz begeistert, wenn sie wieder von uns ziehen, weil sie einfach nicht nur ihren monotonen Tagesablauf unterbrochen haben, sondern weil etwas Sinnstiftendes gemacht wird. Nämlich etwas auszusehen, etwas auszupflanzen, zu begleiten, dann auch zu ernten und das dann auch zu verkochen. Und das bringt unheimlich viel an Motivation. Es geht hier nicht um den Garten, sondern es geht um die Menschen, die etwas tun. Und wenn man sieht, wie die Menschen auch aufblühen, wie die Depression tendenziell zurückgeht, wie auch manche, die sehr hyperaktiv sind, wieder ins Lot kommen, wie es auch den Therapeuten dann geht, das ist ganz toll zu beobachten. Wenn hier jemand mehr wissen möchte, es gibt auch hier einen Hochschullehrgang dazu, der auch bei uns an der Hochschule angeboten wird, ist der einzige in Mitteleuropa. Wir haben Studenten nicht nur aus Österreich, sondern auch aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Luxemburg und ja, ich glaube aus Frankreich ist auch einer dabei. Das Ganze kann man auf einer höheren Ebene noch einmal machen, Masterstudium Green Care, wo es um Pflanzen- und tiergestützte Pädagogik und Therapie geht. Das heißt auch hier der Einsatz von Tieren, um auch hier eine persönliche Verbesserung zu erreichen. Das Ganze ist an sich vor etlichen Jahren von Amerika nach uns, zu uns herübergekommen, ausgehend von der Delfintherapie und von der Hippotherapie. Und es gibt aber hier auch andere Tiere, die man in der Pädagogik und der Therapie einsetzen kann. Und das wird im Rahmen dieses Studiums vermittelt. Ist auch hier ein kostenpflichtiges Programm. Wenn jemand Interesse hat, dann darf ich Sie ersuchen und bitten, auch mit uns Kontakt aufzunehmen. Weiterer Hochschullehrgang Wildkräuter und Arzneipflanzen. Wir wissen alle, dass die Schulmedizin gut und toll und super ist, aber es gibt noch eine Spur mehr und dazu kann man auch mehr wissen und das wird auch hier in Form eines speziellen Hochschullehrganges vermittelt. Wir sind auch stolz, Auszeichnungen erhalten zu haben. Es sind noch nicht nur diese beiden Auszeichnungen, sondern es sind einige mehr, wie zum Beispiel der Sustainability Award. Wir sind hier besonders stolz, weil das die erste Hochschule ist, die erste pädagogische Hochschule, die genau diese Auszeichnungen erhalten hat. Und wir haben inzwischen auch schon 3 UNESCO-Auszeichnungen genau für diese Aktivitäten erhalten. Sie können sich einmal inskribieren auf unserer Homepage, zum Beispiel für den Newsletter. Kostet nichts, bringt etwas. Wenn Sie dann noch mehr wissen wollen, auch hier die Anmeldemöglichkeit über diese Homepage. Eingangs erwähnt, wir sind im 13. Bezirk in einem sehr schönen großen Park. Wenn es möglich ist, findet der Unterricht, die Lehrveranstaltung auch im Freien statt. Wir haben auch hier eine Freiluftklasse. Das hebt uns ein bisschen ab von anderen Bildungseinrichtungen. Und abschließend, ich habe dieses Foto ganz bewusst drinnen gelassen. Es ist nicht so, dass bei uns immer so lustig ist, dass wir jetzt hier nicht ganz zutreffend. Es ist manchmal lustig, es ist manchmal auch streng und fordernd. Aber Sokrates hat schon mal gesagt, Lernen muss Spaß machen und Lernen bringt dann einen Erfolg, wenn es mit Emotion verbunden ist. Lernen ohne Emotion funktioniert nicht, wie auch jede Veränderung ohne Emotion nicht funktionieren kann. Es ist auch wichtig, diese Emotion zu vermitteln und ich denke, es wäre im gesamten Schulbereich nicht unrund, wenn wir es auch mit Freude verbinden und verknüpfen. Denke, das brauchen wir in der gesamten Pädagogik. Dankeschön. Ihnen herzlichen Dank, Herr Direktor Dr. Thomas Haase. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wer denkt denn daran, an diese Hochschule zu gehen? Wer überlegt so etwas? Sie müssen sich nicht outen, Sie können auch so aufzeigen und dann nicht zu uns kommen. Danke. Ich habe das nicht ganz verstanden, was Sie zu Beginn gesagt haben. Ist es so, dass man auf Ihre Hochschule prinzipiell nur dann gehen kann, wenn man schon vorher eine Ausbildung hat, zum Beispiel auf der Bodenkultur und dort einen Bachelor
absolviert hat. Das ist Grundvoraussetzung, erst dann kann man bei Ihnen einsteigen. Im Bereich Agrarpädagogik ist es so, dass entweder eine höhere land- und forstwirtschaftliche Schule absolviert werden muss oder eine vergleichbare agrarische Qualifikation oder eben die Universität für Bodenkultur oder auch hier ein vergleichbares Studium. Vom Ansatz her ja. Es gibt auch eine Ausnahme, die auch die Regel bestätigt. Man kann auch in Form der Studienberechtigungsprüfung bei uns zu studieren beginnen und während des Studiums kann man sich dann diese agrarischen Kenntnisse nachholen. Also zum Beispiel ein Biologiestudium ist nicht ausreichend, um bei Ihnen reinzukommen, ein Bachelor. Für Umweltpädagogik ja, für Agrarpädagogik nicht. Für Umweltpädagogik wäre auch hier eine facheinschlägige Ausbildung notwendig. Das ist entweder eine berufsbildende höhere Schule oder ein einschlägiges Studium, wie zum Beispiel Biologie. Also eine HTL wäre schon schon eine ausreichende Grundlage. Braucht man keinen Bachelor, muss kein Bachelor sein. Gibt es noch Fragen? Also ich bin von der Handelsakademie, habe da bei Umweltpädagogik auch Chancen, dass da eben bei Ihnen anfangen. Sie erfüllen zu 100% die Eingangsvoraussetzung, weil Sie eine berufsbildende höhere Schule absolviert haben. Ja. Und wegen der Umweltpädagogik, ich habe auch gelesen, dass man da eben Lehramt für berufsbildende höhere Schulen, sprich so wie ich jetzt, HAK wäre das dann, gibt es auch die Möglichkeit in höheren Schulen, weil zum Beispiel also diesen Drang, Wissen zu vermitteln, gerade im Umweltbereich habe ich schon, aber ich hätte es lieber mit Leuten, die was etwas älter sind, weil ich auch bei mir in der Klasse merke, da gibt es doch sehr viele, die das sagen, das ist eine Seifenblase. Und ich hätte dann lieber mit Schülern zu tun, die was sich wirklich bewusst dafür entscheiden und sich da wirklich bewusst eine Meinung bilden. Muss ich da dann zusätzlich noch was studieren? Oder? Es gibt zum Beispiel spezielle Schulen wie die HLA Ispertal für Umwelt, wo natürlich genau solche Schüler auch die Schule besuchen, die das besonders interessiert. Sie werden qualifiziert, dann auch dort zu unterrichten. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist auch in der Erwachsenenbildung tätig zu sein, in der Fort- und Weiterbildung, um Lehrer oder auch interessierte Menschen im Erwachsenenalter Wissen zu vermitteln. Das ist die zweite große Möglichkeit. Und die Erwachsenenbildung wäre bei Ihnen möglich, wäre das was gestanden? Okay. Wir qualifizieren auch, um in der Erwachsenenbildung tätig zu sein. Ja. Und Studierende zählen zu Erwachsenen? Also Es ist so, unsere Hochschule qualifiziert jetzt nicht primär dazu, Hochschullehrer zu werden. Wenn man Hochschullehrer werden möchte, das ist dann eine eigene Schiene, geht normalerweise über die Universität dann. Okay, gut, danke. Noch Fragen? Wie schaut es aus mit den Kosten? Es ist ja doch manches, muss man doch ganz schön etwas beitragen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Der ÖH-Beitrag ist zu bezahlen, wie an jeder anderen Universität und Hochschule auch. Studiengebühren sind derzeit nicht zu bezahlen. Wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird. Es gibt, wenn es Exkursionen gibt, Beiträge, die zu berappen sind oder für die Verpflegung sind, also laufen einfach Kosten an. Aber sie sind vom Ansatz her so wie an jeder anderen Universität oder Hochschule. Es ist mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden. Wir haben auch relativ viele Studenten, die außerhalb von Wien zu uns kommen und für die ist natürlich auch die Wohnung ein Thema. Ja, Sie haben ja gesagt, Sie haben ein Internat. Was kostet das, sich bei Ihnen einzuquartieren? Also wir selbst haben kein Internat, aber die Pädagogen, die bei uns dann draußen tätig sind, die machen Internatsdienst. Ja. Bei uns besteht die Möglichkeit, in einem Studentenheim in Obersankt Veit dort auch eine Unterbringung zu finden. Aber die meisten wohnen in Wohngemeinschaften. Das sind so Wohnungen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden und das richtet sich halt nach dem Wohnungsmarkt in Wien. Gibt es noch Fragen? Können Sie vielleicht noch einmal sagen, Sie haben es eh sehr gut rübergebracht, aber warum haben Sie sich entschieden für diesen Bereich? Warum machen Sie das? Ich komme aus der agrarischen Schiene. Also meine Eltern hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb und den habe ich auch jetzt selbst und daher war ich ein bisschen vorbelastet im positiven Sinn. Das ist das eine. Das zweite ist, mir ist es persönlich ganz wichtig. Ich kann das Agrarische, das Umweltwissen auch mit der Pädagogik und mit der Vermittlung kombinieren. Und das ist ein sehr schöner Beruf. Ja, es ist ein interessanter Aspekt, den Sie da jetzt ansprechen, dass heute möglich ist, einen Landwirtschaftsbetrieb zu führen und zugleich einen intellektuellen, akademischen Beruf auszufüllen.
Ich behaupte sogar, dass es notwendig ist, in Zukunft, wenn man Landwirtschaft betreiben möchte, dass man ein sehr hohes Wissen hat. Wissen ist die Kernkompetenz der Zukunft, auch im agrarischen Bereich. Es genügt nicht, nur sehr einfach manuell etwas zu tun. Diese Betriebe werden nur langfristig nicht überleben. Diese Betriebe haben auch insofern keine Chance, als sich der agrarische Bereich sehr stark ändert. Mhm. Es ist ein intellektueller Beruf zunehmend auch geworden sehr oder wird noch weitergehen. Ja. Sehr interessant. Das ist meine Hypothese. Na, es ist sehr interessant auf jeden Fall und auch sehr wünschenswert. Gibt es noch Fragen vielleicht? Ja? Wie viele haben da die Chance, dass sie in das Studium hineinkommen? Wir können 48 Agrarpädagogen und Pädagoginnen aufnehmen, 40 Umweltpädagoginnen und Pädagogen. Und für BOKU-Absolventen haben wir auch 48 Plätze. Okay, danke. Wir können im Normalfall nicht alle aufnehmen. Ja, es ist mehr Anfragen wie Platz, oder? Vielleicht auch eine Beobachtung. Wenn jemand zu uns kommt, dann machen das die Kollegen ganz, ganz bewusst. Über uns fällt man nicht drüber. Oder es ist nicht so, was die Freundin macht, jetzt mache ich es auch oder so, sondern das ist eine bewusste Lebensentscheidung, die getroffen wird. Gut, dann danke ich Ihnen sehr herzlich, Herr Dr. Thomas Haase, Direktor der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Und Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass Sie wirklich eine sehr zufriedenstellende Weichenstellung in Ihr Berufsleben treffen. Schönen Nachmittag noch. Alles Gute, danke.